Na du? Hallo. Ein schönes Beil hast du da. Hab ich gefunden. Kann ich es mir vielleicht mal ausleihen? Ein Vampirjäger legt niemals seine Waffen ab. So, so. Und hörst du auch irgendwann auf, ein Vampirjäger zu sein? Was soll ich denn sonst spielen? All meine Spielsachen sind im Haus. Schau mal. Boah, mein Auto. Ich muss weiter. Hältst du hier die Stellung? Klar. Im Moment weiß ich nichts, was ich ihn fragen könnte. Das Beil des kleinen Kerls hat seine besten Tage schon hinter sich. Kann ich mir eben dein Beil ausleihen? Na klar. Dürfte länger dauern, als es müsste. Die Axt ist recht stumpf. Ich habe die Bäume gefällt und die Stämme auf gut 1,5 Meter gestutzt. Wie war das noch? Irgendwie konnte man aus 3 Hölzern einen Dreibaum binden. So. Und so. Ja, genau. Und jetzt? Ein Dreibaum. Muss nur noch aufgestellt werden. Ich platziere ihn so gut es geht über dem Sarkophag. Ich hänge den Flaschenzug am Seil ein. Ich versuche, so viel vom Seil zu erwischen, wie es nur geht. Ich lege den einen Gurt um die hintere rechte Ecke und den anderen um die vordere linke. Die Gurte sind gerade lang genug, um sich in der Mitte zu berühren. Reicht gerade so von der Länge her. Ganz vorsichtig. Ich hoffe, das hält. Was haben wir hier? Stufen, die hinabführen. Der Spalt ist groß genug, um sich hindurchzuquetschen. Ich hoffe nur, dass meine Konstruktion nicht zusammenbricht, sobald ich drin bin. Wo bin ich denn hier gelandet? Sieht aus wie das Innere eines Turms. Und hier ist eine Art Krater im Boden. Scheint so, als wäre hier etwas explodiert. Das Plakat hat die Explosion relativ unbeschadet überstanden. Vermutlich wurde es von der Druckwelle frontal erwischt und gegen die Wand gedrückt. Hier gibt es eine Tabelle, die die Häufigkeit von Blutgruppen zeigt. Thank you.
Der Tresor hat die Explosion unbeschadet überstanden, würde ich sagen. Diese Brandspuren dürften vom Schweißgerät stammen. Der Junge meinte, Angelina sah recht zufrieden aus. Irgendwie muss sie den Tresor doch geöffnet haben. Was haben wir hier? Ein Kombinationsschloss. Aber nicht mit Zahlen, sondern mit Buchstaben. Halterung mit mehreren Blutkonserven. Davon sprach auch der Junge. Auf jeder Konserve steht eine Zahl und an der Rückseite des Tresors klebt eine Liste mit Namen. Mal sehen. Die Nummern 1 und 5 fehlen. Das sind Richard Gordon und William Gordon. Das Blut der Gordons. Was will Angelina damit? Braucht sie es selber für irgendwas? Oder will sie verhindern, dass es andere in die Finger bekommen? So oder so. Ich kann ihr nicht mehr vertrauen. Sie steckt in der Sache drin und sie hat mich angelogen. Ich sollte zurück nach Willow Creek fahren. Vielleicht ist sie da inzwischen aufgetaucht. Und dann sehen wir weiter. Ein Stück Plastikrohr. Ich stecke es ein. Ziemlich leicht. Die Wände des Rohrs sind dünn. Vielleicht gehört es zu einem Belüftungssystem oder so etwas in der Art. Das Stück mit dem Riss ist nicht mehr zu reparieren. Ich trenne es heraus. So, damit habe ich zwei halbwegs brauchbare Schlauchenden. Holla, ein Schweißbrenner. Angelina hat schweres Geschütz aufgefahren. Scheint aber nichts genützt zu haben. Der Tresor wurde nicht aufgeschweißt. Funktioniert tadellos. Wenn ich das Plastikrohr erhitze, dehnt es sich aus. Dann müssten die Enden des Schlauchs in das Rohr passen. Ich denke, das sollte reichen. Es passt. Noch kurz warten, bis es etwas abkühlt. Es liegt jetzt relativ eng am Schlauch, sodass kein Wasser mehr austreten dürfte. Spätestens wenn Wasser durchläuft, kühlt sich das Rohr komplett ab. Da komme ich nicht durch. Nach wenigen Metern ist der Gang eingestürzt. Ob der Riss von der Explosion stammt oder ob er später dazu kam, weiß ich nicht. Sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Warst du in der Gruft? Gibt es da Särge? Ja, aber keine Vampire. Schade. Was ist denn? Ein Auto! Der andere Mann ist zurück! Der andere Entführer? Aha. Danke für die Warnung. Lauf nach Hause und sag deinen Eltern, sie sollen die Polizei rufen, ja? Cool. Ich muss vorsichtig sein. Tom wird nicht begeistert darüber sein, dass ich verschwunden bin. Thank you.
sitzt. Der Schlauch ist platziert. Also gut, setzen wir den Morast unter Wasser. Müsste reichen. Da hinten ist Toms Wagen. Ob ich den vielleicht kurz schließen könnte? Und mir egal, was mit deinem Kopf ist, du dämliches Stück Scheiße. Sieh zu, dass du die alte Schachtel endlich ans Telefon bekommst. Ich halte hier Ausschau nach dem Arschloch. Ich komme nie bis zum Auto. Eigentlich gibt es nur zwei Möglichkeiten. Ich warte hier auf die Polizei und erkläre denen stundenlang, was los ist. Oder ich stelle Tom eine Falle und klaue seinen Wagen. Von hier sieht es gar nicht so viel anders aus. Aber ich habe mindestens 100 Liter Wasser in die Erde gepumpt. Sie wird deutlich weicher sein als zuvor. Ich habe schon genug Wasser in den Morast. Okay. Hoffen wir, dass alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Hey, Tom! Halt! Stehen bleiben! Keine Bewegung oder ich schieße! Und das wäre dann sicherlich das Highlight deiner letzten 5 Minuten auf Erden. Hol mich hier raus! Warum sollte ich? Wolltest du mich nicht gerade noch erschießen? Ich will hier raus! Dann wirf deine Waffe dort in den Sumpf und gib mir deinen Autoschlüssel! Ich werde... elendig verrecken? Hier! Jetzt hol mich raus! Nicht so schnell. Was ist mit Angelina? Steckt sie in der Sache drin? Ich hab dir schon gesagt, dass ich keine Angelina kenne. Das wage ich zu bezweifeln. Sie war vor ein paar Tagen im Dorf. Dann habe ich sie nicht gesehen. Sie wäre dir bestimmt aufgefallen. Nochmal, ich kenne keine Angelina. Und im Dorf hat niemand rumgeschnüffelt außer dir, kapiert? Wirf mir endlich ein Seil zu. Oder irgendwas. Wer hat den Auftrag gegeben, mich zu entführen? Du sollst mich hier rausholen! War es dieser Geheimbund? Ich weiß nichts von einem Geheimbund! Der Orden! Das sagt dir nichts? Doch, ist ja gut. Ich sollte dich finden, betäuben und hierher bringen. Und dann? Sie wollte sich per Telefon melden und mir weitere Instruktionen geben. Sie? Eine Frau. Klang ziemlich alt. Keine Ahnung, wer sie ist. Und sie wollte nicht, dass ich in Willow Creek bleibe? Ja, ich sollte dich so schnell wie möglich hierher bringen.
Weißt du, wer zum Orden gehört? Keine Ahnung. Ich habe diese Freaks nur mal bei der Mine beobachtet. Hatten alle Masken auf. Ich weiß nicht, wer dahinter steckt. Also gut, ich hau ab. Die Polizei wird bald hier sein. Hol mich endlich hier raus! Warum? Glaubst du ernsthaft, du könntest darin versinken? Idiot. Entschuldigen Sie, Sir. Es wurde ein Brief für Sie abgegeben. Wer hat ihn abgegeben? Das weiß ich nicht. Er war im Briefkasten des Hotels. Aber es ist keine Briefmarke drauf. Er muss also eingeworfen worden sein. Aha. Danke. Er ist von Angelina. Lieber Darren. Ich bin nicht ganz ehrlich zu dir gewesen. Ich beschäftige mich schon länger mit Willow Creek und Black Mirror. Und habe in Biddeford nach dir gesucht. Ich bin da auf etwas gestoßen, von dem ich hier nicht schreiben möchte. Nur so viel, du bist in Gefahr. Es gibt eine Gruppe von Leuten, die dir nach dem Leben trachtet. Schon in Maine waren sie hinter dir her. Mich haben sie hier in Willow Creek erwischt. Ich konnte fliehen und verstecke mich seitdem an einem sicheren Ort. Erst heute habe ich erfahren, dass du hier bist. Ich werde dir alles erklären und hoffe, dass du mir verzeihen wirst. Nein, ich weiß, dass du mir verzeihen wirst, wenn du erst die schreckliche Wahrheit kennst. Komm heute Abend um 11 zum alten Leuchtturm. Pass auf, dass dir niemand folgt. Dort werde ich dir alles erklären. Gemeinsam können wir diesem Spuk ein Ende machen. Pass auf dich auf und vertraue niemandem. Du weißt nicht, wer alles zum Orden gehört. Angelina. Angelina ist am Leben, das ist die gute Nachricht. Aber was für ein Spiel spielt sie? Kann ich ihr trauen? Sie hat mich belogen. Sie wusste die ganze Zeit über diesen Ort Bescheid. Und Reginald Boris war bestimmt auch kein Unbekannter für sie. Die Frage ist, auf welcher Seite steht sie? Welches Ziel verfolgt sie? So oder so, ich werde es heute Abend am Leuchtturm erfahren. Aber ich sollte mich absichern. Die einzige Stelle, an der ich ein paar ehrliche Antworten erhalten kann, ist die Chronik der Gordons. Wenn ich weiß, welche Rolle der Orden spielt, kann ich davon vielleicht ableiten, welches Spiel Angelina spielt. Ich muss einen Weg finden, die Chronik im Museum zu lesen. Ich wüsste nicht, was ich mit den beiden bereden sollte. Ja. Ein idealer Ort, um sich zu verstecken. Dann heißt es warten. In einer Stunde müsste das Museum schließen. Kaum zu glauben. Ich bin tatsächlich eingeschlafen. Es ist aber erst kurz nach 21 Uhr. Und ich habe noch genug Zeit, mir die Chronik anzusehen und zum Leuchtturm zu gehen. Es ist nur verdammt dunkel hier. Gut, dass hier zumindest ein paar Lampen über Nacht an sind. Ist offen.